Willkommen, liebe Brawler. Mit euch spielen macht mir natürlich am meisten Spaß. Deswegen nehme ich auch die Teameinladung hier vom Winner an. Es ist der Winner. Jetzt muss ich mal eben schauen. Jo, es ist der Winnie. Der Winnie ist es und vielen lieben Dank für den echt netten Support. Ich habe mich ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag dazu entschieden, selber so einen Club hier aufzumachen. Also der Club hier, der Chaos Club, nein, der Chaos Club ist es nicht. Es ist die Bruchbude. Nee, auch nicht die Bruchbude, sondern es ist die Clubbude. Also ich habe das Ding einfach Clubbude genannt. Und ich meine, Bruchbude, Chaos Club hätte auch alles gepasst. Wir wollen ja nur Spaß haben. Wir wollen hier ja nur Spaß haben. Also Fun and natürlich jede Menge Action. Und die Funktion finde ich übrigens auch sehr, sehr gut. Die Verfolgungsfunktion hier oder die Beobachtungsfunktion. Das heißt also, wir können den anderen zugucken und ich kann hier unten auch nochmal wechseln, wen ich eigentlich verfolge. Jetzt verfolge ich den Max. Dann verfolge ich jetzt mal den Winner, wie der sich hier noch schlägt. Er hatte mich jetzt zwar schon ins Team eingeladen, aber mal sehen, was wir gleich spielen werden. Ja, und ich weiß, ich hänge natürlich einigen jetzt so ein bisschen hinterher, was die Pokés angeht, aber ich habe jetzt auch nicht zu 2000% diesen Fokus auf dieses Game legen, denn Clash of Clans ist einfach mein Hauptfokus, gar keine Frage. Und deswegen werde ich mich hier immer, sicherlich immer mal wieder tummeln, immer mal wieder finden. Aber seid mir nicht sauer, wenn ich dann nicht unbedingt mit euch mitspiele oder auch mal ein bisschen Solo was machen will, um die Pokés hier wieder rauszuholen. Denn die ersten Gruppenspiele hier, ja, die waren so ein bisschen, muss ich sagen, die waren ja jetzt nicht so dolle. Da habe ich immer Pokés verloren mit euch. Das lag aber nicht an euch, sondern oftmals auch an mir. Und dann habe ich geschrieben, Leute, ich muss erstmal Solo das Ganze wieder rausholen, was ich gerade verballert habe. Das habe ich dann auch gemacht. Und deswegen heute Abend kurz mal aufgenommen hier. Oh, da sind fett hier die Juwelen. Einfach mal so in der Mitte rein scrollen kann man hier allerdings nicht. Brawl ist vorbei. Und ich glaube, der Winner hat hier wieder ein paar Pokés gemacht. Okay, die Range passt hier allerdings ganz gut. Und dann gucken wir mal, was er mit uns vorhat. Denn ich habe ja jetzt seine Teameinladung eingenommen. Also erstmal echt herzlichen Dank. Der Club ist hier pickepacke voll. Benötigte Trophäen 200. Ich meine, der eine oder andere wird sicherlich auch rausgehen wieder. Das macht aber überhaupt nichts. Ich war ganz... Als ich heute Mittag aufgestanden bin, habe ich gedacht, Alter, hier sind schon 47 Leute drin. Und dann ein paar Stunden später war das Ding hier voll. Vielen lieben Dank. Und dementsprechend möchte ich natürlich ganz gerne mit euch spielen. Jetzt kann ich natürlich noch jemanden hier ins Team einladen. Oder aber der Winner lädt noch einen ein, aber er will die Juwelenjagd machen. Ich hätte fast gesagt, wir nehmen doch noch einen von uns mit, oder? Wir nehmen doch noch einen von unseren Online-Spielern hier mit, der so ein bisschen zu uns passt, muss ich sagen. Mal sehen, der Dominik hatte mich eben eingeladen. Da habe ich die Einladung noch abgelehnt. Mal sehen, ob er jetzt reinkommt. Jawohl, der Dominik kommt rein hier. Dann können wir hier auch, dann kann ich auch bereit sagen, Juwelengrab ist im Moment das Ganze. Und ich kann allerdings auch keine dicken Marken mehr abholen. Also wenn ihr links oben, das habe ich heute Abend beim Izu gesehen, wenn ihr natürlich links oben diese dicke Marke habt, dann könnt ihr hier unten in diese Box hier, in die ganz, ganz links die Star-Marken sammeln. Die habe ich heute, glaube ich, schon gesammelt. Mal sehen, wir gehen mal rein hier. Juwelengrab ist jetzt nicht gerade so mein Favorit. Aber die Gang hier ist, glaube ich, ganz gut hier mit dem Heiler da drin, also der Poco. Und also wenn ihr mit mir spielt, dann müsst ihr auch immer einkalkulieren, dass es scheiße wird. Das ist einfach so. Das liegt immer noch daran, dass ich nicht so wirklich hier der Mobile Gamer bin, der mit dieser Art, dieser Steuerung zurechtkommt. Ihr seht das auch hier. Aber oftmals, was mir hier richtig auf den Sack geht, ist dieser Colt mit seiner Reichweite seiner Waffe. Das gibt mir so auf den Nüsse. Denn die reiche ja durch die halbe Base, hätte ich fast mal so gesagt. Okay, jetzt habe ich aber allerdings auch schon mal so ein bisschen was geholt. Jetzt geht es nur darum, dass ich meinen Stern hier halten muss. Also mein Juwel hier halten muss. Das gelingt mir nicht wirklich. Och, Alter, die mit ihren Flächenschaden. Auch die gehen mir so ein bisschen auf den Sack, aber gut. Unsere Leute kämpfen noch ganz gut dagegen. 2-5. Das ist das, was ich heute so angesprochen hatte. Ich muss so ein bisschen mehr hier... Jetzt guckt euch das an. Schon wieder diese scheiß Range-Angriffe, die hier den ganzen Dauerschaden machen. Das geht mir ein bisschen auf die Nüsse, muss ich sagen. Denn da weiß ich noch nicht genau, wie ich mich dagegen eigentlich wehren kann. Beziehungsweise was man dagegen eigentlich machen kann. Und hier unten ist jemand. Hallo. Den holen wir uns aber jetzt. Den holen wir uns jetzt hier aus dem Gebüsch. Da habe ich jetzt aber echt mal die Faxen dicke. Mann.
okay, 0-12, das ist schon sehr eindeutig. Also manchmal auch mit denen, mit denen ich hier gespielt habe, die sind dann einfach ein bisschen zu forsch. Ihr müsst mir nicht zeigen, wie geil ihr seid hier in Brawl Stars. Ich bin selber nicht. Also lasst uns lieber ein bisschen auf Sicherheit spielen, wenn wir schon ein bisschen was haben. Die wollen auch noch ein Spiel machen. Wenn wir schon ein bisschen was haben, dann zieht euch ein bisschen zurück. Ein bisschen Defense tut hier in diesem Spiel überhaupt nicht weh. Aber wir machen einfach mal weiter. Es sind ja auch viele reingekommen, die ich kenne. Mastengo, ich habe dir gesagt, Mastengo, spiel dieses Spiel nicht. Aber er hat mir dann per WhatsApp geschrieben, hey, ich habe mal schon 400 Pokale. Ja, ich habe ja auch einen ganzen Tag hier nichts gemacht. Denn ich habe hier den ganzen schönen Sonntag ein bisschen was anders gemacht. Der Sonntag war ja wirklich cool. Oh, immerhin haben wir hier schon ein bisschen was gepackt. Aber die Medaille ging jetzt leider an den Gegner, der jetzt mal kein Flächenschaden dabei hat. Das ist natürlich cool. Und wir können uns jetzt auch schon mal eine Marke hier holen. Aber die holen sich jetzt auch, holen sich die zurück. Ah, nee. Wir sind noch 4 Marken vor, beziehungsweise 3 Marken vor. Also wir müssen die Marken hier dann einfach halten oder die Edelsteine. Wir müssen die Edelsteine hier halten. Und ich muss einfach so ein bisschen mehr mit dem Zeug hier kämpfen. Kommt 2 Stück für mich. Dankeschön. Die nehme ich gerne mit. Und 2-4, das ist noch nicht verloren. Das ist noch längst nicht verloren hier. Das ist noch ganz easy peasy hier. Denn wenn mein Special erstmal wieder da ist, dann geht es diesen Accounts hier natürlich richtig an Kragen. Denn die Shelly hier ist schon recht stark, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn ich den Special dann in die richtige Richtung machen kann. Aber dieses Ding hier ist mir noch nicht ganz geheuer. Und die beiden hole ich mir in etwa. Und die ziehe ich jetzt aber auch wieder weg. Das heißt also 4-7. Also ein bisschen muss da noch gehen, Leute. Sonst mache ich wieder nur Pokéverlust in dieser Folge. Und da habe ich ehrlich gesagt mal keinen Bock drauf. Und ich will da mal ein bisschen höher kommen. Und nicht nur im Solo-Spiel, sondern auch mit euch. Ah, jetzt haben sie mich auch wieder gekriegt. Meine Herren, scheiße. Das ist auch so. Naja. Geduld ist eine Tugend und die brauchen wir hier leider in diesem Spiel. Und ich muss halt einfach ein bisschen mehr Fingerfertigkeit haben hier, was diese doofe Steuerung angeht. Mal sehen, ob wir den hier oben jetzt noch holen. Oh, wir haben noch. Komm, kann ich mein Special nochmal machen? Nein, kann ich noch nicht nochmal machen. Manchmal geht's Game auch am Ende erst aus, wenn man nämlich nochmal voll durchpusht und vielleicht die beiden Gegner mit den meisten Edelsteinen holt. Aber das schafft man nicht mehr. 15-3, das ist vorbei. 15-4, ah, nicht ganz. Naja, und wieder welche verloren. Also das meinte ich eigentlich. Man muss hier wirklich so ein bisschen mit Bedacht spielen und nicht einfach so, hau drauf hier. Wir spielen hier mit dem Toto total gerne. Ja, ich spiele auch mit euch gerne. Aber ich möchte es dann auch schon eigentlich schon ganz gerne ein bisschen richtiger machen. Und der Dominik ist noch dabei. Der Winner hat schon keinen Bock mehr. Ja doch, der Winner hat auch noch Bock. Okay, also mit euch spielen macht mir natürlich am meisten Spaß. Gar keine Frage. Oh ne, jetzt verlassen sie doch hier. Okay, mal ein bisschen sinniger. Die Marken habe ich hier reingespielt. Muss ich mal eben schauen. Jemand Bock auf einen Showdown? Nee, wir wollen noch. Showdown wollen wir jetzt nicht machen. Dominik, komm, lass mal noch einen spielen. Hier mit euch, also zu dritt ist das schon. Es bedarf Absprache und ich freue mich, dass hier vielleicht so ein paar meinen Discord joinen. Der Discord ist unten in jedem Fall immer unten in meiner Beschreibung verlinkt. Und wenn ich dort Leute sehe im Kanal Unbegrenzt, dann bin ich bei euch bei. Und zocke mit euch und ich denke mal mit Voice geht das dann auch ein bisschen besser, weil man einfach Absprachen treffen kann, die man während des Spiels hier macht, wo man dann halt so ein bisschen kleines Taktikgeplänkel raushaut, so nach dem Motto, lass mal die Juwelen halten oder guck mal, da links ist einer, der sich hier jetzt gerade was holt, aber die holen wir uns jetzt erstmal hier, die 3. Okay, so und dann, ja, und der eigentlich die meisten Trophäen hat, der muss beschützt werden, aber wir haben jetzt schon mal 4 und jetzt haben wir hier schon so ein bisschen was gemacht. Ich muss einfach ein bisschen mehr mit dem Ding hier machen, mit diesem Faden-Ding links, ist einfach mal so. Da muss ich einfach ein bisschen mehr mit agieren, denn das ist wirklich ein guter Angriff hier. Ich schieße gerade schon wieder auf meinen eigenen Mann hier und einmal den Special hier gezückt. Ja, wir halten auf jeden Fall 6-1 steht es. Ah, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus hier. Also es geht doch. Ja, ohne. Es geht sogar ohne Absprache. Allerdings ist das dann schon erschleppend. Ich muss hier unten jetzt runter. Aber der Winner hier, der Vinay, heilt mich mal eben ganz nett durch hier. Hat das auch gesehen. Den hole ich mir hier.
und halte mich nochmal durch sauber. Vielen lieben Dank, das klappt ja. Ja, und solche Absprachen können natürlich super gehen, wenn man hier im Discord vernetzt ist oder sonst wo irgendwo Voice-Tool anschlägt. Der wird ja jetzt hier irgendwo drin sein. Und dann hauen wir den hier raus. Komm, holen wir uns da die Medaillen. Ja, 9-2. Da ist eine Medaille, Leute. Holt euch die. Sonst muss ich sie mir holen. In der Gefahr, dass ich hier die Medaillen auch verliere. Ich habe im Moment 7. Und mein Teammate hat 6. Eieieiei. Okay, da müssen wir einmal nach hinten ballern. Und kriegen wir die Heilung? Ja, wir kriegen die Heilung hier. Super Sache. Und schaffen auch noch. Okay, der Brawl ist vorbei. Also ihr seht das hier. 14-0. Auch so kann es gehen. Jetzt haben wir unsere Marken wieder rausgeholt. Und 5 Stück für den Sieg hier. Vielen lieben Dank. So sieht das hier aus. Ich mache das total gerne. Vor allen Dingen dann nicht mit euch oder mit der Community, sondern ich spiele einfach gerne Multiplayer-Spiele. So muss ich sagen. Und der Toto, ja komm, der Toto macht noch einen mit hier. Der Toto macht noch einen mit. Gar keine Frage, ich bin bei euch. Aber das, was ich nicht schaffe, Leute, ich schaffe keine 2 Folgen am Tag. Also eine Folge Clash of Clans und eine Folge Brawl Stars. Das geht auf gar keinen Fall. Einige haben zwar gesagt, ah, Toto Brawl Stars, das musst du jetzt nicht spielen, das ist nicht so dolle. Aber ich glaube, ich habe ja die Aufrufe auf den Videos gesehen und ich würde sagen, lohnt sich so ein bisschen Abwechslung auf diesem Kanal. Tut sicherlich dem Kanal ganz gut. Und deswegen glaube ich, können wir hier ein bisschen Brawl Stars auch bringen. Einfach aus der Casual-Sicht, so sage ich es da immer wieder. Ich bin hier nicht der Pro wie der Itzo oder so, der das ja schon viel, viel länger spielt, sondern ich bin hier wirklich der ganz casual Spieler, der hier sein Spiel hier spielt, was der überhaupt nicht kennt. Oh, die wollen mir an den Kragen hier, oder? Ah ne, ich hab gar keine Medaillen. Ich weiß gar nicht, warum die mir so an den Sack wollten hier. Ich habe überhaupt keine Medaillen. Und bin ich denn jetzt gerade gestorben? Habe ich jetzt mein Special nicht mehr gemacht? Jetzt habe ich mein Special nicht mehr gemacht. Okay. Es ist aber nach wie vor 6-3. Den hauen wir mal richtig einen rein da, den Bull. Und ich bin immer viel zu weit vorne. Ich verliere manchmal den Fokus hier von mir. Dass ich dann einfach so durchpresche. Das passiert euch aber auch. Das kennt ihr sicherlich auch. Und deswegen muss ich mich ein bisschen bedeckter halten hier. Den Bären hier müssen wir abwehren. 6-6, okay, da müssen wir ein bisschen was tun. 7-6, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ich muss noch ein bisschen zurück. Man muss hier einfach immer so ein bisschen rumeiern. Ah, das sind meine eigenen Mates hier. Und 9-6, das könnten wir jetzt halten. Wir könnten es jetzt einfach halten, aber man muss ja 10, glaube ich, müssen wir machen. Und ich muss mein Special jetzt noch gar nicht zünden hier. Den kann ich hier jetzt mal an den Tag bringen hier. Für den Bull hier in der Mitte. Dann haben wir nochmal 3, 1, 2, 3 mehr. Ich gehe hier mal außen lang, dass ich die Dinger hier rette. Das gelingt mir auch. Jo, super. Da ist keiner mehr durch. 14-3. Wunderbar. 2 Kämpfe im Multiplayer mit euch gewonnen. Wunderbar. Ja, läuft. Was heißt läuft? Ich will nicht sagen, es läuft, aber wir haben die 220 auf 260 auf die Shelly, haben 1 von 170 auf den Rang hier. Das ist auch nett. Ich werde jetzt sicherlich ein bisschen weiterspielen, aber allerdings nicht mehr in der Aufnahme. Wir sind jetzt bei 328. Viele sind schon viel, viel weiter. Die machen wir natürlich noch auf hier am Ende. Keine Frage. 30 Münzen, Powerpunkte für den Barley. 6, oh, 2 Stück noch, dann kann ich den auch leveln. Das ist cool. Und auch nochmal Powerpunkte für den Bull. Sehr, sehr nett. Und ich bin gleich auf jeden Fall wieder bereit. Aber ich hoffe, ihr wisst, wovon ich spreche. Also nochmal vielen lieben Dank. Aus der Clubbude, so heißt der Clan hier. Und wir haben auch richtig viele Medaillen. Also wir haben von 1063 jetzt verteilt bis zum Beginner hier. Alles vertreten hier. Ich denke mal, wenn da unten einige nicht spielen, dann werde ich die auch wieder rausschmeißen, damit wir ein bisschen Platz haben hier. Für die wirklich ein bisschen mit uns mitbrawlen wollen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem wieder gefallen. Die kommt ja jetzt am Dienstag, weil, wie gesagt, 2 Folgen, Leute, am Tag, das kriege ich einfach nicht hin. Das ist dann ein bisschen zu zeitintensiv, vielleicht jetzt in der Weihnachtszeit, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe mit Urlaub und so. Da geht vielleicht was, aber ansonsten bin ich erstmal froh, dass ich hier selber überlebe und bedanke mich. Bis dahin, euer Toto Road.